Hallo, mein Name ist Ulrich Kaiser und ich möchte euch in dieser kleinen Videoreihe Harmonielehre praktisch das Thema Harmonielehre auf eine ganz praktische Art und Weise etwas näher bringen. Das heißt, am Ende dieses Lehrgangs sollt ihr in der Lage sein, Musik am Instrument, am Klavier wirklich wörtlich begreifen zu können und ihr sollt natürlich Harmonien besser hören lernen. Wozu brauchst du das? Musik besteht aus vielen, vielen Tönen. Und diese Töne kann man über Harmonielehre zusammenfassen zu größeren Einheiten. Das heißt, wenn man das kann, kann man Musik auf eine andere Art hören und vor allen Dingen kann man mit diesen Einheiten auch kreativ umgehen, zum Beispiel improvisieren oder auch komponieren. Das ermöglicht Harmonielehre. Und wenn du das nicht brauchst, na dann kannst du jetzt abschalten. Bist ja noch da. Na gut, dann kann ich dir jetzt erklären, wie die Definition von Harmonielehre ist. Harmonielehre ist die Lehre von den Akkorden und den Akkordfolgen. Das ist jetzt ganz typisch Musiktheorie. Man hat ein Fremdwort, Harmonielehre, und erklärt es mit einem Fremdwort, Akkorde. Was ist ein Akkord? Kann ich dir auch kurz erklären. Das mache ich am besten mit dem Klavier. Ich spiele jetzt mal vier Töne. Die Töne kann man jetzt zusammenfassen. Dazu lege ich sie mal in eine Oktave, den von da unten nach hier, den von hier oben nach da und die anderen beiden hier. Diese vier Töne kann man jetzt als eine Einheit hören, als Akkord, und dann kann man dazu einen Grundton spielen. Das heißt, fasse ich Töne als Einheit zusammen, die einen Grundton haben, dann höre ich einen Akkord. Und der sozusagen wird repräsentiert durch einen Grundton. Jetzt kann ich das mit mehreren Tönen machen. Ich spiele jetzt mal 12 Töne. Die Grundtöne würden so klingen. Und Harmonielehre beschäftigt sich jetzt halt mit dem Zusammenhang von diesen Grundtönen, die Akkorde repräsentieren, die wir hören. Das sind sozusagen diese größeren Einheiten, mit denen man dann eben auch improvisieren oder komponieren kann. Leider können Akkorde ziemlich schnell kompliziert werden, zum Beispiel in der romantischen Musik oder auch im Jazz. Also nicht immer so einfach wie hier. Und deswegen möchte ich euch diese ganze Harmonielehre anhand einer einzigen Wendung erklären. Die sogenannte Nachhauswendung. Ich spiele die mal. Bei Brahms im Walzer. In dem Walzer Cis-Moll kommt die dreimal hintereinander vor. Da klingt die dann so. Nochmal die Wendung. Nachhauswendung, wenn man das Gefühl hat, man ist zu Hause angekommen. Oder man hat einen Ruhepunkt in der Musik erreicht. Bei Brahms findet das mit sehr viel Vorzeichen statt. Wir werden das demnächst nur mit den weißen Tasten machen und ihr werdet merken, dann ist es gar nicht schwierig. Und mit dieser Wendung kann man dann tatsächlich einen ganz großen Teil der Harmonielehre erklären, so gefühlt mal 70, 80% und vor allen Dingen Sequenzen, die einen großen Teil der Harmonielehre ausmachen. Welche Voraussetzungen brauchst du? Du solltest Intervalle kennen und Intervalle am Klavier bestimmen können. Also zum Beispiel sagen, dass das eine kleine Terz ist und das eine große und das eine Quinte und das eine Quarte. Wenn du das kannst, hast du gute Voraussetzungen. Und wenn du das nicht kannst, kann ich dir auch noch ein Tutorial auf der Oma empfehlen. Das blenden wir gleich ein. Und dann solltest du möglichst ein Klavier oder ein Keyboard in der Nähe haben, dass du die Harmoniefolgen auch spielen und üben kannst. Das trainiert nämlich vor allen Dingen unser Ohr. Aber du brauchst nicht toll Klavier spielen können. Klavierspielen ist hier nur eine Nebensache. Du kannst auch, wenn du nur ein bisschen Klavier spielen kannst, an diesem Lehrgang hier teilnehmen. Ja, das ist der Weg. Bis zum nächsten Mal. Ciao.